ist passiert. Ich bin Snapchat-süchtig. Ich lade dort selbst nichts hoch. Also es bringt nichts zu fragen, wie ich auf Snapchat heiße. Da gibt es nichts zu sehen. Aber ich bin süchtig danach, Snaps anzugucken. Die ganze Zeit hat mich die App irgendwie nicht richtig gekriegt, aber jetzt ist es dann doch passiert. Frisch gewaschene Pinsel. Guten Morgen, es ist Mittwoch, noch sehr früh. Ich wollte euch heute ein bisschen mitnehmen, weil heute ein sehr besonderer Tag ist. Lena hat heute endlich ihre mündliche Prüfung, demnach ist sie heute mit ihrem Studium fertig. Irgendwie hänge ich da so mit drin, ich habe so mitgefiebert in den letzten Monaten. Und was ich mache, so den ganzen Tag, hängt ja auch viel davon ab, was Lena macht und so weiter und wie sie eingespannt ist. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass es heute vorbei ist. Und ich hole sie heute Mittag vom Gericht ab, wo sie ihre Prüfung hat. Bringt ihr jetzt nichts mehr, wenn ihr jetzt alle im Nachhinein die Daumen drückt, aber im Geiste bin ich bei ihr. Und ich hoffe, dass es gut läuft. Und ich habe jetzt als allererstes einen Termin. Da muss ich mich jetzt mal hin auf den Weg machen. Und danach gehe ich in die Bib und bin ein bisschen produktiv. Und ja, ihr kommt mit. Ich habe 3 Minuten Zeit, bevor ich los muss. Kurzes Outfit of the Day. Meine braune Mangolederjacke trage ich zurzeit wieder richtig gerne, lieber als meine schwarze. Topjob, Ripped Jeans, meine Birkenstocks, Primark Sonnenbrille, Daniel Wellington Uhr, Standard. Das T-Shirt ist von S. Oliver. Los geht's. Schuhe habe ich doch nochmal getauscht. Trau dem Wetter noch nicht so richtig. Es ist inzwischen 1:15. Ich saß bis eben in der Bibliothek und ich hatte heute Morgen nach meinem Termin nur ein Croissant. Und ich habe mir heute zum Mittagessen diesen Salat hier mitgenommen. Der ist von Aldi, den hatte ich schon mal. Der ist sehr, sehr lecker. Ziegenkäse ist da drin, Croutons, Senfdressing, Rosinen auch noch und Schinken. Und unten drunter ist eben Quinoa. Hier seht ihr den ein bisschen. Und ich habe mir jetzt einfach eine Bank draußen gesucht, weil ich mal kurz in die frische Luft musste. Und esse jetzt meinen Salat und danach geht's weiter. Es ist jetzt gar nicht mehr so lang, bis Lena fertig ist. Ich habe zu Ende gegessen und ich brauche jetzt einen Kaffee und außerdem ist die Bibliothek so stickig, dass ich glaube ich meinen Laptop nehme und einen Kaffee weiterarbeite und dann auch bald los muss, Lena abholen. So, der Pflichtteil für heute ist erledigt. Ich gehe jetzt ganz kurz zu Rewe und kaufe eine Flasche Prosecco oder Sekt, damit wir gleich anstoßen können. Hier ist es gerade extrem unangenehm zu vloggen. Und dann nehme ich euch mit zum Oberlandesgericht. Alles. Naja, wie ihr mitbekommen habt, bin ich gerade sehr glücklich und erleichtert. Ich habe jetzt tatsächlich einen fertigen Abschluss, ne? Also ich bin keine Abiturientin mehr. Ich muss theoretisch nie wieder an die Uni, wenn ich nicht möchte. Das ist doch schon mal was. Oh, da ist was anderes drin. Da ist Quark drin. Das habe ich nicht bestellt. Sorry. Aber gut, schmeckt bestimmt trotzdem gut. Und jetzt sitzen wir hier noch und essen was und trinken was. Wollt ihr mal Hallo sagen? Mach mal, dann seht ihr. Hast du schon erzählt, was der Plan ist? Ja, das wird ein bisschen feiern gehen wir jetzt. Ja, auf jeden Fall gehen wir da noch ein bisschen feiern. Ich bin erst seit kurzem zu Hause und jetzt geht's auch gleich weiter feiern mit Lena und noch anderen Freunden. Und da lasse ich die Kamera wie meistens beim Feiern zu Hause, weil mir das einfach zu gefährlich ist. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann die Woche nochmal. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Und dann sehen wir uns dann. I've said it many times, I know. So, naja, für eine schnelle Vlog-Begrüßung reicht's. Es ist Donnerstag, Mittag inzwischen. Lena hat bei mir geschlafen. Wir waren ja gestern Abend zusammen feiern und danach
Weiß ich auch nicht, sind wir irgendwie zusammen zu mir gegangen. Jetzt ist sie gerade gegangen. Ich habe meinen Vlogtag von gestern geschnitten und mich jetzt fertig gemacht. Und jetzt muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Danach treffe ich Lena nochmal in der Stadt. Und weil ich morgen Geburtstag habe, feiern wir heute Abend so ein bisschen rein. Also wir feiern nicht richtig, wir waren ja gestern Abend schon unterwegs. Wir gehen noch was trinken und essen. Da ich morgen wegfahre an meinem Geburtstag übers Wochenende, werde ich nicht mehr zum Vloggen kommen. Deshalb wollte ich euch heute nochmal mitnehmen. Ich glaube aber, Lena vloggt morgen. Wir fahren nach Amsterdam, für alle, die es interessiert. Wir müssen Montagabend weg. Ich werde vor Ort nicht so richtig vloggen. Vielleicht so ein paar Eindrücke, die ich euch dann nächste Woche reinschneide. Aber nicht wirklich so jeden Tag. Mal sehen. Jetzt esse ich, glaube ich, mal noch einen Joghurt und dann fange ich an, meine Sachen zu erledigen. So, Lena ist zurückgekommen. Du bist im Bild. Du bist on shot. Ach, teilen uns jetzt noch eine Melone, bevor wir in die Stadt gehen. Ich habe eine Wassermelone getragen. Muss immer lachen, bei jedem Satz mit Melone eigentlich. Sie schmeckt auch nicht, die Melone, aber sie musste noch weg und deswegen wird sie jetzt noch gegessen. Ein paar Vitamine. Eigentlich gibt es auch nichts Großartiges zu sagen. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So, wir sind in der Stadt angekommen und haben uns erstmal eine Stärkung besorgt bei Albert Heijn. Ich wollte Alfred Heijn sagen. Und unser erster Stopp ist jetzt Primark, weil ich meine Sonnenbrille zerstört habe, wie mit jeder Sonnenbrille, wirklich. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem Vlog oder in irgendeinem anderen Video erzählt, dass ich alle meine Sonnenbrillen zerstöre. Also, ich hätte voll gerne mal so eine fancy Sonnenbrille, so eine richtig schicke, coole Designer-Sonnenbrille, aber ich glaube, ich würde sie halt auch sofort zerstören. Ich weiß, welche Sonnenbrille ich voll gerne hätte, diese neue von Ray-Ban, die alle auch haben. Die hat quasi diesen Aviator-Schnitt, aber sie hat nicht diesen Bogen oben, sondern ist dabei so rund wie die John Lennon-Brillen. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Mischung aus Aviator und diesen runden. Joey Sonnenbrille finde ich richtig geil, weil ich auf runde Sonnenbrillen stehe. Naja, also es gibt schöne Sonnenbrillen, aber ich muss mir immer die von Primark kaufen, weil ich sie alle kaputt mache. And let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your hands. So, ich war inzwischen zu Hause, habe mich kurz frisch gemacht und bin jetzt auf dem Weg ins Caminetto. Das ist mein liebster Italiener hier in Köln. Und hier treffen wir uns jetzt alle und gehen zusammen was essen. Oh, mein Akku ist leer. Feiern ein bisschen in meinen Geburtstag rein und ein bisschen was filme ich noch für euch. Ich glaube, dann übernimmt Lena. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Ich habe mega Hunger. Ich habe heute nur gefrühstückt. War Hunger gleich. Los geht's zu Caminetto. Wir sind jetzt hier. Wir sind hier. Wir sind jetzt hier. So, Lena ist auch endlich da, wie immer zu spät, aber ich habe etwas sehr Cooles bekommen gerade von Hannah, was sie mir zum Examen geschenkt hat quasi. Das wollte ich euch unbedingt zeigen. Abgesehen von der wunderschönen Karte. Sie hat mir ein Cheesecake Lemon Mug Cake mitgebracht. Also quasi ein Mikrowellenkuchen zum in der Mikrowelle backen. Und zwar Lemon Cheesecake. Ich meine, was ist cooler als das? Ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, dass es funktioniert, aber es sieht ultra cool aus. Und White Butts.
mir aber dieses Highlight des Geschenks, deswegen überreiche ich sie dir jetzt schon. Also meine Karte kommt erst morgen mit den richtigen Geschenken, aber... Ich bin wieder zu Hause und ich bin ein bisschen emotional gerade. Ich hatte so einen schönen Abend. Je älter man wird, desto mehr lernt man Kleinigkeiten und vor allen Dingen Freundschaften wertzuschätzen. Und ich habe so gute Freunde, auf die ich mich immer verlassen kann. Ich habe übrigens Weinlippen. Ich habe nicht viel getrunken. Ich kriege immer nach einem Glas Wein Rotweinlippen. Dem geht's noch so. Ich wollte euch ganz kurz meine Geschenke zeigen, weil ich so coole Sachen bekommen habe. Das habe ich zwar nicht geschenkt bekommen, aber das wollte ich euch auch kurz zeigen. Das ist die Anzahl an Pflastern, die ich brauche, um meine neuen Schuhe von Hallhuber zu tragen. Ich bin guter Dinge, dass das irgendwann anders sein wird. Aber momentan geht's nur, wenn ich meinen ganzen Fuß abtape. Das hier habe ich von Hannah bekommen. World Traveler Hot Sauces. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten von Hannah schon von Nando's das scharfe Soßen-Set bekommen. Und dieses Mal hat sie das Ganze noch getoppt und mir eine riesengroße Auswahl an scharfen Soßen geschenkt. 15 Stück aus aller Welt. Und ich liebe scharfe Soßen und ich freue mich so drauf, die alle auszuprobieren. Und dann hat sie mir außerdem noch so ein super süßes Buch geschenkt. Das ist von Oliver Bonus. Und diese süße Karte. So hübsch. Dann habe ich einen Korb voll mit Muffins bekommen und Schokolade. Und noch mehr scharfe Soße. Chiliöl ist das. Meine Freundinnen kennen mich sehr gut. Lena hat mir erstmal eine ganze Box voll mit Donuts geschenkt. Einer ist schon weg, den haben wir uns gerade eben geteilt. Und jetzt kommt der Hammer. Ich konnte es nicht glauben. Sieht aus wie eine ganz normale Karte. Ich lasse euch selbst lesen. Seht ihr das? Seht ihr das? Ich habe eine Geburtstagskarte von Lily Peppels bekommen. Ich komme überhaupt nicht darauf klar. Lena hat tatsächlich an Lillys PO-Box geschrieben und ihr eine Karte geschickt und gefragt, ob sie mir zum Geburtstag gratulieren könnte. Und ich weiß, sie wurde quasi bestochen und eigentlich ist das Ganze Lenas Verdienst. Aber ich habe eine Geburtstagskarte von Lily Peppels. Viele von euch können vielleicht nicht verstehen, wieso man sich so sehr darüber freut, aber irgendwie... Erstens mal ist das Geschenk so durchdacht, weil Lena genau weiß, was mir sowas bedeutet. Und zweitens mal, ich habe eine Geburtstagskarte von Lily Peppels. Der Hammer. So, das war es jetzt an dieser Stelle von mir für diese Woche. Lena filmt morgen auf jeden Fall, hat sie gesagt. Und da sehen wir uns auch nochmal. Also sehen wir uns auch morgen nochmal. Aber ich lege mich jetzt erstmal gemütlich ins Bett. Vielleicht esse ich noch einen Donut. Ich habe Geburtstag. Und dann sehen wir uns morgen. Hallihallo, es ist Freitagmorgen. Ich bin super, super, super müde, weil ich die letzten Tage echt nicht viel geschlafen habe. Leo hat euch ja jetzt schon 2 Tage mitgenommen und dementsprechend habt ihr ja eigentlich schon alles mitbekommen. Ich hatte am Mittwoch meine mündliche Prüfung von meinem Staatsexamen und habe die jetzt endlich hinter mir und bin so, 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 so erleichtert und froh. Dementsprechend waren wir... Mittwoch feiern. Gestern haben wir in Leos Geburtstag reingefeiert. Danach habe ich dann noch so 3 Stunden in meinem Zimmer aufgeräumt, was völlig sinnlos war, weil es jetzt auch nicht minimal aufgeräumter aussieht als vorher, sondern eigentlich nur noch viel chaotischer. Heute musste ich relativ früh raus, weil ich mich jetzt nochmal mit Leo treffen wollte. Wir wollten einen Kaffee trinken gehen, ein bisschen frühstücken und ich wollte ihr noch ihre Geschenke geben. Ich habe es nämlich vorher nicht geschafft, ihr ihre Geschenke zu geben gestern Abend, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass noch 2 Geschenke ankommen, die ich bestellt hatte. Also ich habe sehr viele Sachen im Internet bestellt zu ihrem Geburtstag, weil ich vor meiner Prüfung nicht die Zeit hatte, in die Stadt zu fahren. Ich habe sehr gehofft, dass es alles pünktlich ankommt, aber die beiden wichtigsten Sachen, auf die ich am meisten gehofft habe, sind natürlich nicht angekommen. Alle anderen Sachen gebe ich ihr jetzt trotzdem heute und die anderen Sachen gebe ich ihr dann einfach wann anders. Ist ja eigentlich im Grunde egal, wann sie es bekommt. Und die muss ich jetzt noch einpacken, die habe ich gestern noch nicht geschafft einzupacken. Da dachte ich mir, ich nehme euch ein bisschen mit. Und ja, dann bin ich schon mit ihr zum Kaffee verabredet. Das hier ist die Karte. Fand ich so, so süß. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich die gekauft habe. Von diesem Verlag hier. Und ich fand sie unglaublich süß. Und die werde ich jetzt natürlich auch noch beschriften. Das ist Leos Sonnenbrille, die schenke ich ihr nicht. Dann habe ich ihr einmal das Zoella Blissful Missful nachbestellt. Ich weiß, dass sie das liebt. Und ich glaube, ihr ist es entweder fast leer oder schon ganz leer. Und damals, als ich in England war, hat sie mich gefragt, ob ich ihr eins mitbringen kann. Und es gab das nirgends mehr, es war immer ausverkauft und jetzt gab es das wieder, deswegen habe ich es einmal bestellt. Und dann habe ich das noch dazu bestellt, weil ich das so unglaublich süß fand. Das ist der gleiche Duft, aber nochmal als solid, also als, ja, feste Duft sozusagen. Dachte ich mir, ist auch ganz praktisch zum Verreisen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber ich fand einfach das Döschen super niedlich. Dann eine Sache, die jetzt etwas verstörend aussieht vermutlich.
Aber das ist etwas super Praktisches. Es gibt ja so Oberteile, wo man echt quasi kein BH drunter anziehen kann. Also wo es einfach nichts gibt, was darunter passt. Und dafür ist sowas sehr, sehr praktisch. Und ich hatte sowas schon und habe das Leo mal gezeigt. Und ich weiß, dass sie das auch sehr praktisch fand. Und dann dachte ich mir so als Gag, kann ich ihr das dazu schenken. Dann eine weitere Sache, die auch so ein bisschen als Gag gemeint ist. Und zwar mein Zusatzakku von Anker. Ich habe meinen Akku wirklich immer überall dabei. Und Leo benutzt meinen Akku super, super oft. Also eigentlich immer, wenn wir uns treffen. Ihr Handy ist halt auch immer leer. Ich glaube, das ist so ein allgemeines YouTuber, Blogger, Instagrammer-Ding, dass das Handy immer leer ist. Und deswegen... Da hatte ich mir, ich bestelle jetzt ihren eigenen. Und dann habe ich noch einen Kissenbezug gefunden. Und zwar bei H&M Home gibt es den momentan. Und da steht, wie ihr sehen könnt, drauf, Here Comes the Sun. Und das ist eins von Leos Lieblingsliedern. Wir benutzen ja auch ziemlich oft ein Cover davon in den Vlogs. Ich liebe das Lied auch. Und als ich den Kissenbezug gesehen habe, musste ich sofort an sie denken und dachte mir, den muss ich auf jeden Fall für sie kaufen. Ich habe gerade noch eine Sache gefunden, die sogar farblich auch perfekt zu den restlichen Sachen passt. Und zwar Mini-Marshmallows. Die hat sie sich gestern ausgesucht, sozusagen, als wir in der Stadt waren. Die haben wir bei Tiger gekauft. Kurzes Outfit of the Day, bevor ich losfahre. Mein Top ist von River Island. Das kennt ihr wahrscheinlich schon, weil ich das gleiche auch in Schwarz habe. Und ich habe mir das jetzt auch nochmal in Weiß geholt, weil ich das in Schwarz so sehr liebe. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das auf Zalando oder tatsächlich auf River Island bestellt habe. Gibt es auf jeden Fall im Internet und müsste auch noch aktuell sein. Meine Sonnenbrille ist von Primark, wie üblich. Dann trage ich wie immer meine Topshop Lee Jeans. Ich habe das Gefühl, ich trage die eigentlich gar nicht so oft, aber immer, wenn ich Outfit of the Days filme. Und die Schuhe sind von Mango, die habt ihr ja nun auch schon gesehen und ich mag sie sehr und mittlerweile sind sie so ein bisschen eingetragen, sodass ich sie tatsächlich tragen kann, ohne die ganzen Tage Schmerzen zu haben. So, wir sitzen in der Sonne. Ich kann leider meine Sonnenbrille nicht absetzen, weil es einfach zu hell ist. Ja, und jetzt überreiche ich mir mal ihre Geschenke. Also das ist jetzt das Gag-mäßigste von allem. Was sagst du als erstes aus? Kann man das überhaupt vloggen? Ja, ich habe es gevloggt, weil ich meinte, es sieht ein bisschen obszön aus, aber es ist halt so nützlich. Ja, voll nützlich, vor allem für mein weißes Schulterpreistopf. Ja. Here comes the sun, da-da-da-da-da-da. Here comes the sun. Ja. Ach, der ist tatsächlich mein altes. Nein. Ja, ich habe den Putz so geschenkt, Leo. Als Zeichen, dass du mal öfter putzen solltest. Ich dachte, ich sage euch auch nochmal persönlich hallo. Wir sitzen jetzt in der Sonne und trinken Kaffee. Und ich muss noch meinen Vlogtag von gestern zu Ende schneiden. Ich habe gestern Abend tatsächlich ein bisschen angefangen, aber bin ich eingeschlafen. Oh Mann, mein Make-up ist schon voll verloren vom Wein. Not on fleek. So, wir sind nochmal kurz zu Leo gegangen, weil Leo jetzt noch packen musste. Ich weiß gar nicht, hast du eigentlich schon irgendwas erzählt, Leo? Und entschuldigt bitte meinen Mundwinkel, der reißt immer wieder ein und ich kann nichts dagegen tun. Es tut mir sehr leid, aber es nervt mich selber sehr viel mehr, als es euch vermutlich nervt. Leo muss jetzt los und ich werde jetzt nach Hause fahren und dann mal sehen, was der Tag noch so bringt. Ich hoffe, ich kann noch so ein bisschen an die frische Luft. Es ist so schönes Wetter. Ach so, und dann, weswegen ich eigentlich die Kamera angemacht hatte, was ich euch eigentlich zeigen wollte, war diese Jacke, weil die gehörte eigentlich auch zu meinem Outfit und das habe ich vorhin vergessen zu zeigen. Die habe ich mir gestern neu gekauft bei H&M im Sale. Es kann gut sein, dass es die jetzt nirgends mehr gibt, wenn dieses Video online kommt, weil es war so die letzte von 3 Jacken oder so. Und ich hatte mega Glück, dass es meine Größe noch gab und habe mich so gefreut, weil ich die so wunderschön finde. Erinnert mich sehr an die Jacke, die Anna hat. Nur, dass die halt hier so ein bisschen mehr so einen Grünstich hat, nicht so richtig blau. Ich verabschiede mich jetzt mal von dem Geburtstagskind und dann... Zu viel eingepackt für 3 Tage. Wieso? Weil du eine Frau bist. Wie die meisten Frauen. So, und dann sehen wir uns später wieder.
So, ich bin wieder zu Hause, wie ihr seht. In meiner Wohnung sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, wie es hier aussieht, weil ich das echt die letzten Tage einfach komplett ignoriert habe. Beziehungsweise halt auch einfach nicht lang genug zu Hause war, um mal tatsächlich wirklich richtig aufzuräumen. Erstmal muss ich mir was zu essen machen und dann kommen wir zu den anderen Sachen. Ich habe gerade eine sehr freudige Entdeckung gemacht. Mir ist eingefallen, dass ich gestern Abend beim Geburtstagsessen nicht alles aufgegessen habe. Die Portion war mir einfach viel zu groß und das hatte ich jetzt noch im Kühlschrank stehen. Und das werde ich jetzt einfach kalt essen als Nudelsalat, weil ich so einen Hunger habe und mich darüber gerade so sehr freue. Und nebenher werde ich ein paar Videos schauen. Ich freue mich so sehr, dass ich jetzt endlich all die Videos aufholen kann, die ich verpasst habe. Also ich habe so den gesamten Juni und auch eigentlich Ende Mai alle Videos verpasst, weil ich einfach nicht die Zeit hatte. Und ich freue mich jetzt so sehr, das alles aufzuholen. Diesen Haufen hier habe ich gerade ein bisschen durchsortiert. Und zwar habe ich letzte Woche irgendwann ganz zufällig so eine mega schöne Kollektion auf Zalando entdeckt von Even and Odd. Und es gibt so ungefähr alles in dieser Kollektion. Also es gibt einen Lauftop, es gibt einen BH, dann gibt es noch so einen Crop-Top und es gibt eine dreiviertel lange Hose. Dieses Muster so schön. Und ich meine, ich würde natürlich nicht alles auf einmal anziehen. Also ich würde mich jetzt nicht von Kopf bis Fuß in Dschungelprint-Muster kleiden. Aber so einzelne Teile finde ich schon echt richtig, richtig schön. Ich habe es echt ziemlich gut geschafft, meinen Schminktisch klar Schiff aufzuräumen. Aber mein Schreibtisch sieht leider immer noch katastrophal aus. Also das ist noch ein ganzes Stück Arbeit. So, ich habe es doch geschafft, meinen Schreibtisch einigermaßen aufzuräumen und setze mich jetzt daran, mal so die nächsten 2-3 Wochen durchzuplanen in meinem Kalender. Und zusätzlich benutze ich auch immer noch das hier und das habe ich dann auf dem Schreibtisch tatsächlich einfach immer so liegen. Und ich denke mir immer, so doppelt hält besser, beziehungsweise bei mir sogar dreifach, weil ich dann meistens auch noch alles in mein Handy einspeichere, aber ansonsten behalte ich einfach nicht den Überblick mit allen Terminen und mit allen Plänen. Also das mache ich jetzt mal noch, bevor ich dann ins Bett gehe. Das beruhigt mich irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Überblick und ich habe so ungefähr einen Plan, was in den nächsten Wochen ansteht und so. Deswegen mache ich das sehr, sehr gerne.